So, herzlich willkommen. Ja, wir streamen dann doch mal wieder. Das letzte Spiel scheint noch nicht, nee, ist noch nicht durch. Das läuft tatsächlich immer noch. Ich habe mich gerade ganz gefliegt, mich begrenzen lassen. Ich habe schon mal eine Runde versucht. Ich brauche noch 500 Punkte, um den einen Tages, Dings zu machen und um dann nochmal wieder eine Stufe im Gefechtspass aufzusteigen. Und deswegen habe ich gedacht, ja. Ich dachte, ich stream jetzt auch mal, ne? Da der Moxi ja auch nicht streamt, habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja, wenn der Moxi nicht, dann kann ich ja, ne? Ich spiele mal wieder die Cataluna. Ich freue mich maßlos auf die, wenn nächste Woche die Spanier freigeschaltet werden. Das wird ein Heidenspaß, das kann ich jetzt schon mal sagen. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe heute dummerweise auch nur einen Punkt für unser Geplänkel zu machen. Frisches U-Boot A gekauft. sus puestos de combate! Ja, Buena oder so. suerte a todos! Genau. So, jetzt geht's los. Ja, ich war eben auch noch ein bisschen unterwegs. Ich musste mal eben frische Luft schnappen. Das war gerade nicht zu ertragen. Ich habe wieder Post bekommen, wo ich mich frage, ob manche Menschen kein Gewissen haben oder naja, ohne Worte, das würde ich weiter. Lässt man nicht drüber nachdenken. So 16,5 Kilometer Reichweite haben wir, glaube ich, ne? Ja. Und Torbreichweite war für einmal 8 Kilometer. Ja, das ist nur für Nahgefechte noch gerade so. So, hinter uns ist eine Nagaede, U-Boot. Was will man mehr? Was haben wir? U-Boot haben wir wahrscheinlich 6 Kilometer, ne, 7 Kilometer haben wir. Wow! Ich bin begeistert. Reißlücken. So, wir haben keinen Flugzeugträger dabei, was ich schon mal sehr angenehm finde. Wobei beim letzten Mal hat mich ein Helfer rausgebombt, aber sowas war. Aber war auch mein Fehler. Ich bin mit Gewalt reingefahren und nein, das lag nicht dran. Und also es lag definitiv an mir. Es lag nicht an den anderen. Aufpassen auch wegen Aufzeichnen natürlich jetzt, weil ich zeichne jetzt auch gleich mit Twitch zusammen auf. Fuerza enemiga avistada en el horizonte. So, und ich bin auch durch irgendwas aufgedeckt. Natürlich genau das Falsche und da kommt jetzt natürlich. Bei dir. Zitadelle würde ich sagen, ne? Bist du noch weit entfernt? Torpedos a estribor! Warum sehe ich den jetzt nicht mehr? Alter, 3 Sekunden später sehe ich ihn nicht mehr. Ja, nee, Torpedos a ja. estribor! Ah, Torpedos a popa! A popa, ja, ich auch Torpedos gleich popa. All stations reporting the position of a strategic target. Torpedos a popa! Torpedos a popa! Ja, Popa ist alles gut. Ich auch gleich Popa. Torpedos a popa! Ich bin mal wieder auf Abi. Warte mal, Abi. Wir schalten jetzt auch wieder ab. Das nächste Mal und jetzt wird es eben halt nicht mehr mitteilen. Das Problem ist, dass wir jetzt von allen Seiten, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich noch hinfahren soll. So, mal sehen. Mal sehen, was unser AP ist. Das AP ist schön, aber was sagt das zu AP? Ja, da biegst du natürlich wieder ab. Umschalten. Der Colorado werde ich wahrscheinlich mit. Hier nicht besonders viel anrichten, oder? Oh jo, mein Gott. Unwiderruflicher Schaden. Das sollte man auch nicht vergessen. Da kommt gerade ein Patron. Oh, das zum Thema Colorado, ne? Das zum Thema Haribo Colorado-Tag, ne?
Na, dann wollen wir doch mal unseren Flieger. Observador aéreo en el aire. Flieger für ihn nicht mehr sichtbar. Ich bin schon wieder aufgedeckt, das heißt, hier links ist irgendwo hier. Wer war das? Die Jervis, das glaube ich. Die Amalfi ist er. Ich fahre mal gleich ein bisschen weg damit. Stehen ist ganz besonders schlau. Das Nuestro equipo tiene la ventaja. Lightning, ach schön war das so. Oh ne, fährst du nicht? Schade. Nur noch 140. Okay. Destructor. Genau in dem Moment ist natürlich. Ja, einmal fliegen die sind auch. Das ist mir ganz gefleht auf den Sack. Aber ich sag da mal die. Observador aéreo regresando a la nave. Mal Flieger leider. Nachteil an dem Flieger ist eben halt auch, er macht dann halt einen schlechteren Winkel. Anders fahren hier. Captain und E. Galerie ist jetzt auch Geschichte. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist auch unser Schlachtschiff, was wir verloren haben. Der Amalfi-Flieger ist draußen. Lad nach, komm, lad nach. Lad nach, die fährt gerade so schön. Ah, Mann! Shit. Ja, man hätte vorher schießen sollen einfach. Wie willst du denn eigentlich dauernd halen? Die Amalfi ist ja der längste. Nuestra victoria está cerca. Schießt denn jetzt hier auf meine Dings drauf? Geht's noch? Hier wird nicht auf meine Kernsees geschossen. Das ist mein Kumpel. Ich glaube, es hackt. Laso. Ach, schade, nicht ganz. Aber das ist Mark. Komm auch nicht ran. Von dem Häufig kommt er jetzt ran. Von dem Laso kommt er jetzt ran. Torpedos a proa. Torpedos al frente. Ah, torpedos al frente.
a estribor. Torpedos a estribor, alarma de incendio. Nuestra victoria está cerca. So, Bismarck. Alarma de incendio. Auch nichts machen, aber es sind auch die letzten zwei, also von daher ist es eigentlich auch völlig Banane. 35.800. Die beiden kuscheln noch ein bisschen zusammen. Oh, mein Tee ist jetzt auch viel zu lange gezogen, eigentlich 3 Minuten, ne? War schön Sencher, ne? Aber nein, nicht hier, nicht da, nicht hier. Nein. Die Harlem hat jetzt mich als Kill, da kann sie jetzt als Pflicht einbauen. Ne? Bismarck kriegt jetzt ordentlich auf die Nase, die Harlem parkt wieder irgendwo hinter. Die Bismarck kriegt von allen Seiten Feuer. Ist doch schön. Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Die Harlem kriegt jetzt auch auf der Lämme. Zwei, die sich jetzt auch mit Gewalt hier unbedingt durchzwängen wollen. Die Harlem. Das hat wehgetan. Ne? Jetzt kommt noch eine Nürnberg, die auf dich schießt, und jetzt kommen auch noch Torps, die auf dich zukommen. Ja, das ist jetzt doof. Ne? Das ist jetzt doof. Jetzt kannst du natürlich stehen bleiben, oder kannst du einfach auf beide Torps gehen. Und ist auch noch gestorben. Ja, Harlem Knights. Morgen, wer auch immer da jetzt zuschaut. Ich freue mich drüber. Herzlich willkommen. Ja. Ist alles auch mit der 4060, wie wir gerade sehen. Wir haben Container gesammelt. Weil wir noch 3 haben. Meine Container fehlen ja auch noch. So, Mensch. Glück gehabt. Aber eine schöne Runde. Kann man nicht anders sagen. Ich habe auch wieder 1000 extra. So, ich wollte gerade mal googeln. 48.000, das sieht doch gut aus. Das ist doch schön. So, jetzt wollen wir mal bei Forschung gucken, die kommen ja bald. Wollen wir mal gucken, wie es denn hier nachher mit allem aussieht. Die hat Grundreichweite 17.1, das heißt, hier kann man auf gut 20 skillen, das reicht. 8 Kilometer, das ist jetzt nicht so toll. Das sind also wirklich so Notfall-Torps, wenn man im Einzelgefecht ist. Ja, mein Gott. Kann aber was werden. Also ich glaube, das wird definitiv fun. Wie man sieht, ich habe gerade ein U-Boot gekauft, nur um einen Punkt für mein Team rauszuholen. Einen einzigen. Eigentlich könnten wir sie jetzt auch wieder verkaufen. Spielen werde ich sie sowieso nicht. Schade drum, war eine Menge Geld, welches unnötig ausgegeben war. Ah, die Brisbane ist jetzt mir zu viel Anstrengung. Wir nehmen jetzt mal Colombo. Da ist auch noch der blaue Dings drauf, das ist gut. Hier können wir auch noch mal blau machen. Oder? Ne, machen wir grün. Ja, dann lassen wir mal grün, machen wir nicht zu viel. So viele Dings haben wir nicht und ich weiß nicht, wie die Gefechte momentan aussehen. Ist ja Wochenende. Ja, herzlich willkommen, mein stummer Zuschauer. Ich habe ja immer diesen einen stummen Zuschauer. Oder ist das die Zuschauerin? Man weiß es nicht. So. So. Aber die würden mir ja nicht beim Spielen zugucken. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also eine wäre so bekloppt.
einer könnte ich mir das definitiv vorstellen. Aber bei der kann ich mir nicht vorstellen, dass sie rausgefunden hätte, dass ich nicht stream. So, die Colombo, ich mache sie total gern. Also erstmal, weil wir 4 hohe Probeschütze haben. Das verbessert ihre Ungenauigkeit um einiges. Und dann kann ich es gar nicht oft genug sagen. 360 oder der untere dreht 360 Grad. Auch der obere. Wie sollen wir mal ausprobieren? Facciamogliela vedere. A tous les bâtiments. Commencez la capture de la zone. In attesa di istruzioni. A tutte le unità, fuoco di copertura per quell'obiettivo. Ja, die drehen beide 360 Grad, das ist mehr als cool. Sie ist zwar relativ ungenau, sie hat keine sonderliche Reichweite, wir haben das mit den 21,9, wobei das geht auch immer noch. Wir haben den Nebel, den ich aber auch nicht immer gebrauchen kann, aber ja, in manchen Momenten funktioniert es. Fährt es nicht gut, fährt jetzt noch weiter von uns weg. Hä? Mi serve supporto! Was macht die? Wo fährt die hin? Und was soll das? Nur für den Kick, für den Augenblick? Wer es nicht mehr kennt, das war Tic-Tac-Toe. Warum? Damals. Halland, was machst du denn da jetzt? Ho bisogno di dati. Ja, ich kann jetzt auch noch weiter vorfahren in der Hoffnung, dass sie mir dann die nächsten 10 Torps einfangen. Forza nemica in vista. Aber wenigstens, ich gucke jetzt immer auf den Chat, weil ich immer Angst habe, dass der Moxi reinkommt und der Moxi dann sagt: Hey, was ist das hier für ein Moxi? Verantwortest du denn nicht auf deinen Chat? Okay, ich bin aufgedeckt, das ist jetzt nicht so schön. Sommergibile nemico avvistato! Corazzata nemica individuata. All stations, reporting the position of a strategic target. Avvistato incrociatore nemico. Siluria dritta. Siluria dritta. Kremlin ist ja auch noch. Okay, ich habe hier mein Feuer beigeführt. Ja, Problema risolto, signore. Ist 3 Sekunden zu spät. Jupp, das dann zum Thema Halland. Das dann zum Thema Halland. Ja, völlig komplett useless, die Halland. Komplett useless. I don't know what I have to say, außer melden. Spiel schlecht. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Corazzata nemica individuata. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Ohio. Avvistata corazzata nemica. Avvistato incrociatore nemico. SAP, liebe SAP, habe ich euch das schon mal gesagt? Habe ich euch das schon mal gesagt, oder? Corazzata nemica individuata. 11 Kilometer dran. Ich will es aber auch wissen. Ich will es aber auch nicht wissen. Na. Alle Illusionen zu machen, ich fahre nicht quer, damit du schießen kannst. Das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht mehr ran. Da komme ich auch nicht ran. Ja, schade drum. I nemici stanno per vincere. Jo, 4 Leute haben wir verloren. Okay, gut. Melden. Spiel schlecht. Melden. Spiel schlecht. Melden. Spiel schlecht. Ich kann es nicht ändern. Ja. Molte grazie. Maledizione. Man kann es nicht glauben. In volo, in volo.
passiert, sein Wasserbomben abkriegt. Sommergibile nemico affondato! Ah, Shima, komm. Das würde ich jetzt feiern. Das kannst du auch feiern. Ja, ich höre, was ja diese nervige U-Boote verdödelt. Das ist echt. Die Iowa macht auch schon die Beine hoch. Siluri dritti di prua. Na ja, gut, okay, da sieht man jetzt die tolle Streuung. Ja gut, aber über 4-1. Aber trotzdem hätte ich gar nichts damit erreicht. Also von daher auch gut. Alter Conqueror, da steht noch irgendwo die Shima vor dir. Die ist definitiv noch da. Okay, ich würde sagen, die Iowa ist gleich IOV. Sind wir da rum? Ganz funktionieren die Türme dann doch nicht so. Oh, 8250 mit der SAP, ne? Vor allem noch besser, das viel bessere dabei. Die alle noch ein bisschen stehen bleiben. Ja, das sollte ich vielleicht auch noch tun, weil irgendwo so eine Fremde. Die Shima. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Negative. Mit SAP tut's richtig weh. Schöne Nummer. Ja, okay, das ist ja nicht USA, ne, die hier zuguckt. Also wenn, dann ist es Corinna, die hier zuguckt. Der würde ich das zutrauen, aber doch nicht Anke, oder? Anke könnte gar nicht so viel eine Weile haben, wobei, nee, Corinna arbeitet wahrscheinlich eher um diese Uhrzeit noch. Gremlin die. So, jetzt aber. Gremlin die. So, nehmen wir uns mal die. Ist hier eigentlich überhaupt noch jemand? Hier ist die Minnesota noch. Oh, Alter, ey. Noch mal 10.000 wieder gesetzt. So muss das. So muss das, aber unser Conqueror ist auch schon fast tot, also von daher. Ja, der muss gegen zwei antreten, gegen den Kremlin und. Interessant wäre natürlich auch mal, was man mit dem AP erreicht. Kann ich mal umschalten gleich. Vielleicht wird hier irgendwas aufgedeckt, glaube ich. Incrociatore nemico individuato. Caccia torpediniere nemico individuato. Corazzata nemica individuata. Siluria dritta. Jetzt hilft nur eins, reindrehen. Siluria dritta. Jetzt hilft nur eins, ganz gepflegt reingehen. Und ich gegen die Insel war. Siluria dritta. Ah, fick mich echt. Abbiamo una falla nello scafo, stiamo imbarcando molta acqua. Danno critico al motore. Attention. Reporting in target position. Gar nicht die Shima, das ist die Problema risolto, signore. Kill. Caccia torpediniere nemico affondato. So nicht, mein Freund. Wer mich hier so mit. Wer mich Siluri hier so mit. Drauf die nein, ja, jetzt kommt die Shima von hinten. Oder, nee, das ist die Vampire. Ja, da ist auch noch die Shima wahrscheinlich. Können wir jetzt nicht mehr so viel machen. Aber ich bin doch schon lange unsichtbar. Generatore di fumo avviato. So.
Jetzt machen wir mal. Jetzt habe ich SAP geladen. AP geladen, meine ich. Mal 18.000 ist ja nicht das Schlimmste, ne? Und unser Ruprecht hat wenigstens noch 2 drauf gesetzt, oder? 2, 1. Ja, Haus hoch verloren. Das macht so unendlich Spaß, wenn man so tolle Teams hat. Ach, ist das schön. Das ist wieder so ein Zeichen heute wieder dafür. Das macht wieder so total Spaß. Also wenn er, achso, ich kriege ja zerstört, kriege ja immer, kriege ich den Teddybären-Kabi. Geil, oder? Einfach was sagt, geil, oder? Und ich bin der Beste. Das muss man sich auf. Also wirklich, zu dem muss ich ja nichts sagen. Ne? Ich bin mal gespannt, ich muss mir das jetzt eben angucken. Ich meine, Yamagiri. Ja, Yamagiri kann man auch einfach kaufen. Das stimmt schon. Okay. So, wir sind alles 45, 46, lass mich raten, hier sind nur Profis drin. Oh nee, okay. Na, die hat ja gar nichts gemacht, oder? Hat die irgendwas gemacht? Ja, da waren 50%. Die Vampire hat bestimmt, die hat bestimmt das Mörderprofil. Ja, Mörder. Mörder. So, immerhin wieder einen Container geerbt. Das tut schon weh, so hier unten. Ne? Das tut schon massiv weh. Ne? Dann kriegt man so einen Container. Ne? Das ist dann auch irgendwie nicht schön. Ne? Das ist so. Och. Zwei wertlose Tarnungen. Wenn wir ins Inventar wieder gucken und mal wieder die sinnlosen Tarnungen verkaufen. Die sowieso. Die ist recht. Immer alles verkaufen, was man nicht braucht. Ich brauche die nicht, weil von mir aus die spanischen Schiffe sehen ja interessanterweise auch ohne Tarnung sehr gut aus, weil die haben ja schon die spanische Flagge drauf. Ja. Was spielen wir denn jetzt mal? Nein, Brisbane spiele ich nicht. Tut mir jetzt nicht leid. Nein, nein, nein! Eine Runde schnell sterben in der Masso. Eine Runde noch langsamer sterben mit der Gouda jetzt. Oder einfach doch noch mal eine Runde Kolumbo. Vielleicht hat man ja noch mal Erfolg. Komm, wir machen noch mal eine Runde Kolumbo. Wobei kein Zucker, sondern. Das ist auch wieder so eine Zusammenstellung, wo man sich fragt: Was soll denn? Sein Schlachtschiff steht auf meinem Boot. Mein Schlachtschiff steht auf meiner See. Mein Anblick wird. Ufficiali pronti! SAP, SAP, SAP. SAP. Buona fortuna e vento in poppa. Immer wichtig, Popper. Ne? Popper ist immer ganz wichtig. Ne? So, und jetzt haben wir den Vorteil, wir haben eine Kara, die haben eine Kara. Okay, es gibt also keinen Vorteil. Die Ordnung war ja schon losgefahren. Doch, ist jetzt auch losgefahren. Also, ich hätte natürlich auch einen Abwehrflieger dabei, das ist sehr schön. So, dann jagen wir den doch mal raus, oder? Bis der hier ist. Forza nemica all'orizzonte. Na, so weit schießt die auch, ja, nicht?
sind jetzt mal die Jäger? Warum schießen die denn zum Beispiel weder die noch die Jäger? Was machen die denn die ganze Zeit? Ich hole hier schon den Mikrobuch und dann genau. Was macht die Fantastik da? Die fährt jetzt rückwärts. Okay. Kann man auch machen, wenn man will. So, Ohio, du fährst im Fenster. Wahrscheinlich beschleunigst du gleich, aber das interessiert mich ja nicht. Unsere Zerstörer fahren ja auch nicht ins Ding rein. Ins Cap. Das wäre auch zu viele Parts. Generatore di fumo avviato. Jetzt kann ich nicht mehr entdeckt sein. Caccia di ritorno. Ich weiß nicht, wofür ich diesen Nebel mitschleppe, wenn ich ständig offen bin. Das verstehe ich nicht. Jetzt bin ich nicht mehr offen, okay? Oh, die tut mir ja noch volles Programm. Siluria Prua. Siluria Dritta. Guck mal, ich bin schon wieder offen. Keiner weiß warum. Ja, ist ja gut. Allarme incendio. Siluri dritti di poppa. Rilasciata cortina fumogena. Siluri a poppa. Richtig einen Riss getan jetzt. Ne? So, wir können eigentlich nur zusammenfahren. Alles andere wäre sinnlos. Das Pferd gehört auch nicht zu den Besten. Ne? Incrociatore nemico individuato. Fast klar, dass er nicht schießt. 8.250. Ist jetzt nicht verdient mehr, aber die vorderen Geschütze jetzt auch noch ein bisschen drehen würden, sodass man mit allen Geschützen aus dem Nebel durchschießen könnte. Die Blöcke wartet auch noch drauf, dass ich reindrehe. Hat jetzt 13.000 verloren. Ja, das war mal nicht nur noch klug von ihr. Ne? Das war es definitiv nicht. Aber unser Desmond zerlegt sich auch gerade. An dieser Stelle brauche ich nicht weiter zu kämpfen. Ritirata! Komm zurück, du Volltrottel. Heißt das auch. Ah, die Ratten an. Ah, jetzt ist auch schon. Jetzt ist auch schon Winzer da, ne, ist noch nicht. Ich bin durch wieder irgendwas offen. Corazzata nemica individuata. Ja, ist klar. Die ist dann gleich offline. Oha, jo. Das Schöne ist, egal was ich treffe. Das könnte man sich jetzt auch überlegen, da mal mit Vollgas reinzufahren in die zwei Schlachtschiffe. La squadra nemica è in vantaggio. Ist klar, dass wir mal wieder verloren haben. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Avvistato incrociatore nemico. So, Ohio. Wolf verliert jetzt auch gegen die Desmoids. Allerdings haben wir gleich. Generatore di fumo avviato. Das war den Vorteil, dass wir jetzt wieder vom Fumore Amato. Bringt uns aber auch irgendwie überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel der Nebel kann da was. Ich bin wieder komplett offen. Ich bin der Einzige, der sie aufdeckt, oder nicht?
Siluri a poppa! Io servi alla tua giocca, così no. Abbiamo una palla nello scafo, stiamo imbarcando molta acqua! Mi sta arrivando uno persone. Mi cazzano il ballar di Z-Time. Rilasciate la cortina fumogena. Esci strade. Problema risolto, signore! Abbiamo una palla nello scafo, stiamo imbarcando molta acqua! Avvistata corazzata nemica. Jetzt hauen die 300 mal einen Rauch auf mich. Die anderen hat nochmal Torps gesetzt. Ich komme nicht weg, weil ich. Ach, ist das ein. Alarm Incendio! Ja, nee, klar, und dann werde ich auch noch angezündet. Ganz auf die Schnelle, ne? Ach, Siluria Poppa. Das ist ein schönes Spielchen. Das macht so Spaß. Das macht Siluria so Poppa. Spaß. Die werden mich nicht treffen. Ich komme anwärts. I nemici stanno per vincere. Ja, nee, klar. Da schießt dann auch nochmal ein anderer auf mich. Ganz klar. Was reicht unsere Secondary? 11. Alarm Incendio! Doch klar! Immer besser wie, oder? Jetzt kommt sie ja wirklich dicht ran und will sie ja wirklich wissen. Problema risolto, signore! Alle nur wieder zu einer Seite. Shit. I nemici stanno per vincere. Ja, das war eine gute Runde. Wieder. Es ist wieder 4 zu. Ne? Muss ich mir nicht drüber nachhalten. Der Dings ist tot. Die Orgnerboy hat es nicht geschafft, den Flugzeugträger zu schützen. Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Was. Gibt es da irgendwas, was man dazu sagen könnte, außer Scheiße? Gequälter Müll? Und warum erreicht man sowas immer? Ich will streamen. Geh online. Reiß mir den Poppes auf und freue mich darüber und denk, hä, hallo? Und dann, was passiert? Nichts passiert. Na, geh so tot. Gieße tot und gieße tot. Und dein ganzes Team stirbt. So wie in der Runde davor, dreimal links, also dann, ja. Schon wieder ein Lob verloren, weil ich vorher zu viele negativ bewertet habe. Auch total bescheuert, dieses Bewertungssystem ist der Hammer. Also abgesehen davon, dass man irgendjemanden melden kann. Ja, der 3-Zuschauer-Raid. Hey, cool, danke, hey. Ich sehe aber trotzdem nur einen. Hä? Wieso sehe ich denn nur einen? Ich sehe nur einen. Hallo, herzlich willkommen. Ich sehe aber trotzdem nur einen. Moin. Moin, moin, Raider. Das ist ja nett, dass da jemand raidet. Und das, obwohl ich keine Kamera habe. Der Krado raidet ja nie, weil er keine Kamera hat. Aber irgendwie hast du keinen mitgebracht. Habe ich jetzt 2 Zuschauer. Immerhin erzählt er 2 Zuschauer. Sattel 2. Ja, ich hatte jetzt gerade 2 nicht so erfolgreiche Runden mit der Colombo. Aber jetzt machen wir die dritte Runde, weil alle guten Dinge sind 3 bekanntlicherweise. Ne? Wer mich noch nicht kennt, ich bin Originale Ole. Und das ist so ein Spitzname, den mir ein ehemaliger Arbeitskollege mal gegeben hat. Vielen lieben Dank nochmal fürs Raid. Und ja, wie gesagt, das ist so ein Spitzname, den hat mir ein netter Arbeitskollege mal gegeben.
Und deswegen habe ich mich überall so benannt. Gibt auch einen YouTube-Channel dazu. Ne? Ich zeichne auch gerade auf. Ne? Und ja, jetzt müssen wir erstmal Colombo spielen. Ne? Und ich hoffe, ne, die nächste Runde zu reißen. Als erstes Stalingrad, da drüben steht schon wieder so wenig. Da gibt es ja nur eine Richtung, wo man hinfahren kann. Ne? Ich weiß, das ist die Richtung der Erfolglosen, wo so wenige stehen. Aber es hilft ja nichts. Ja, herzlich willkommen. Ich bin sein Tor und schwupps ist der eine Zuschauer schon weg. Ufficiali pronti! Ja, ich bin scheinbar nicht so unterhaltsam, wahrscheinlich auch, weil ich eben halt keine Kamera habe, aber ich glaube, ihr könnt ganz froh sein, dass ihr das gerade nicht seht, weil ich wohne unter dem Dach und dementsprechend warm ist es hier und das würde ich jetzt momentan sowieso niemandem zumuten, das zu zeigen. Also das erstmal. Oh, die Mino fährt auch noch mit. Wow! Attendo ordini, chiudo. Ja, hatte ich schon. Buona fortuna gesagt, e vento in poppa. Na, wollen wir hoffen, dass wir dieses Mal nicht wieder so schnell sterben wie beim letzten Mal. Keine Flugzeugträger und keine U-Boote. World of Warships ist kaputt. Ja, moin, 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 moin. Ja, aber leider ist der Kollege jetzt auf. Alle sind im Weg. Drei sind gekommen und alle sind sie gegangen. Schniff. Das erste Mal, dass ich geradet wurde und alle sind sich wieder weg. Das Leben ist hart und ungerecht. So, Venezia, Minotaur kuscheln jetzt ein bisschen zusammen. Die haben gesagt, ah, da muss auch ein bisschen Liebe rein. Also dem Kremlin, Marco Polo, Brisbane. Forza nemica all'orizzonte. Wir haben nur eine Kremlin und eine Marco Polo als Schlachtschiff, ja, dann bin ich ja beruhigt. Die Gegner erobert A, da hinten kommen wir nicht ran, ne? Nee. Da kommt hinten los. Hallo, hinten los. Da fahr ruhig so weiter. Pass mir. Na, oh, mein Ding. 5000, 6000, knapp. Viel Spaß auch, danke dir. Danke dir, mein Lieber. Danke dir für den Raid und alles. Vielen, vielen Dank. Ich war, wie es gesehen, nicht wie bei Muxi. Der Muxi hat sich noch beschwert, dass ich. Da war ich so hoch konzentriert, da waren irgendwie 5 Schiffe, die auf mich losgegangen sind. Da war ich so. Da war ich so hoch konzentriert, dass ich nicht gesehen habe, dass er in meinen Stream gekommen ist. Ja, das muss werden. Ich bin aber immer noch aufgedeckt, ja, und endlich einer getroffen. Die Hallandos! Jetzt sind wir einmal auf links. Jungs, herzlich willkommen. 50 Kilometer, das heißt, sie könnte theoretisch Torps abgesetzt haben. Jetzt ist ein bisschen ärgerlich mit der Reichweite. Nur für die Marco Polo reicht. Für die Marco Polo reicht. Da wären wir ja, wenn ich das gesehen hätte. Hätte die Dings geschenkt. Ah, jetzt ist die Hanna wieder nicht mehr offen. Hat gerade ihren Nebel gesetzt. Hä? Okay, die Moskau fährt rückwärts. Auch nett. Ja, auf der Kreuzer hat immer eine sehr interessante Sache, besonders wenn man die Cacciatore nemico individuato. Das ist eine sehr interessante Sache. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Corazzata nemica individuata. Ja, balalalala. Ach, die haben zwei hinten, wo ist das? Irgendwas werden wir da treffen in den Fusel, ne? 11.000. Ich liebe SAP, denn das tut richtig weh. Der Hit, wo ich mit AP auf mich schieße, ist aber auch. Oh, ich sollte ein bisschen leiser sein. Oh, vor allem schieße ich halt häufiger als ich das mal. So,
mache ich natürlich aus, klar. Was schon ein harter Kampf hier, ne? Also jetzt, hier schenkt sich aber auch keiner was, ne? Ja, herzlich willkommen, Zuschauer Nummer 2. So schlimm war es dann wohl doch nicht. Okay, die Maske ist aus Schussreichweite gefahren. Die hinten durch kann halt weiter schießen als ich. Alarm Incendio! Die hat ja schon mal so schön abgekriegt, weil sie nicht ausgewichen ist. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Können wir gleich eigentlich mal wiederholen. Problema risolto, signore. Das können wir gleich eigentlich mal wiederholen. Finde ich auch. Die Gier lasse ich jetzt nicht ärgern von der. Jetzt braucht aber, finde ich, auch die zweite hin, wo ich gleich noch brauchen könnte, oder? Ja, die ist jetzt mal der Kommentar. Ja, wir haben es gesehen, dass du angehalten hast. Das ist mir auch aufgefallen. Jetzt hast du natürlich Vollgas gegeben. Aber es reicht. Das sind trotzdem 5000, mein Freund. Generatore di fumo avviato. Shit. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, weil ich genehmigt habe. Quatsch. Das ist ja anders. Jetzt sehe ich gar keinen mehr, weil ich genehmigt habe, oder was? Kann ich am weitesten gucken, obwohl ich am weitesten hinten stehe, oder? Das verstehe ich nicht. A tutte le unità, richiedo fuoco di supporto. Verstehe ich nicht. Nicht getroffen. Ja, nö, klar. Auf die Entfernung habe ich sie natürlich nicht getroffen. Ganz klar, so. Sie haben drei Schiffe verloren. Rilasciata cortina fumogena. Okay, kommen wir nachher. So, wir haben auf AP umladen. Jetzt ein bisschen mutig hin, wo ich was du da machst. Das ist jetzt echt ein bisschen mutig. Penetration confermata. Das war jetzt echt ein bisschen dumm hin, wo ich. Das war jetzt. Also wirklich. Das war dumm halt jetzt gerade nicht zu überbieten. Also. Ja, ich kriege jetzt auch so drei Dinge ab, aber. Entschuldigung, das war es wert. Das war es definitiv wert und er lässt erstmal meine Dings in Ruhe. Das ist auch schön. Siluria Poppa. Na, er ist natürlich jetzt auch wieder offline, ganz klar. Avvistato incrociatore nemico. So, dann wollen wir sehen, was mit AP anrichten auf hier. Ja, Siluri dritti di Poppa. Ich sehe keine Poppa. Allarme incendio. 4000. Nervt ein bisschen, ne? Mit den Händen, wo ist? Ein bisschen nervt. La nostra vittoria è vicina. Problema risolto, signore. So hin, wo ich. Dann wollen wir sehen, ob wir dich jetzt rausnehmen können. Jo. Incrociatore nemico affondato. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Ich sag dir das, oder? Erwähne ich es? Erwähne ich es? Sagte ich irgend sowas in der Richtung? Ah. Leider nein. Leider gar nicht. Ah, da kommt noch eine. Da ist die zweite Hitbull, aber die kommen hier ran. Die veröbelt sich schon. Die hat wirklich gleich was mit der ersten Hitbull. Na komm, wir müssen dichter ran.
Siluria Prua. Danach werde ich mal kurz Pause machen. Ich muss sowieso ja mal den Stream beenden, damit ich, damit ich den hochladen kann. Aber keine Sorge, es wird nur eine Kippe und bei mir ist eine Kippe 2-3 Minuten, also das dauert nicht besonders lange. Ja, die hat keinen wirklichen Spaß. Ne? Also weder die Moska noch die Hindenburg hat wirklich Spaß. Die Hindenburg, ich bin jetzt gerade vom Wrestler des Teams gerade. Na komm, ein Kill geht noch. Wie ich das gewusst hätte. Was kommt da denn? Was ist das? Man weiß es nicht. Moska, Moska. Heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Das ist übrigens ein schöner Tag zum Sterben. Das ist übrigens ein Begriff, der kommt aus dem Indianischen. Ja. Siluria Baburdo. Ja, ich habe schon geahnt, dass die anderen irgendwelche Torps ganz wild auf mich setzt. Oh, wo ist sie hin? Guck mal, wer da kommt. Der schreit ja schon völlig. Aber die Runde wohl eiskalt und gnadenlos gewonnen. Chakalaka! Chakalaka! Ich werde euch weiter unterhalten gleich, während ich rauche. Ich gehe dafür jetzt mal aus dem Raum raus. Aber was kommt da? Die Zuschauer. Ja. Mein Chat. Ich werde euch weiter unterhalten. Ich gehe dafür nur ins Nachbarzimmer. Beziehungsweise ins Bad. Ich rauche mal ins Bad. Also nicht wundern. So, wir sind nicht gerade der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. 91.000. Wir haben unsere Basis-EP auch wieder verdient. Wieder einen Pluspunkt. Wir arbeiten uns hart auf die 6000 Passpunkte zu. Wir haben die tägliche Seherprobung. Ist doch alles wunderbar. Und wir haben die letzte Arena gekriegt. Das heißt, wir müssen bei den nächsten Spielen aufpassen, dass wir definitiv nicht wieder sinnloserweise Arena mitnehmen. Okay, die Androhung des Raumgehens hat den letzten User dann davon zu bewegt, zu sagen, auch zu gehen, der mir zu schauen hat, aber mein Gott, ich kann es nicht ändern. 900 Kohle, perfekt. So, ich beende mal eben kurz einmal die Aufnahme. Nur Aufnahme beenden.